準備はできてる。ウズロシブレ、攻撃力が高い。青の4連、青の4連、爽快の発展、飛びかけろ、呼吸の中に殴り合い、ののしり合い、ゲスども、うがつはアギト、爽快の発展、青の4連、爽快の発展、投球の中に、やるな、狙い撃つ、マルの発展、超えんだよ、うがつはアギト、青の4連、バレるぞ、家を貫け、チャンスと、こっちは4連、家を貫け、爽快の発電、攻撃が高い、カメイで守ろう、狙い撃つ、マイチで早急に1点、2倍の変化、ダイオがみんな湧き上がれ、サレオオカミアベンジャーマイト、無駄前イカガミシールド、新将来さあ、いじめるわよ、こいつを食らい、こいつはこいつだ、新将来我が目は死を、輝くは瓦解の里へ、アッシュポー、かける巨体のダムか、それでも私たちは生き抜く。Oh nee. Mein heiliger Trank. Natürliche Weste. Oh, die Verteidigung steigert sich ja richtig krass. Pechschwarze Weste. Aber der Angriff sinkt. Natürliche Weste. Okay. Quarzstiefel.
Ja, es ist halt immer so eine Sache, was man hier nimmt. Der Ring hat nur Vorteile für uns. Von den Werten, aber von den Fähigkeiten auch. Wir wissen es nicht. Gedämpfter Klang. Feuerangriff. Ja, komm, nimm mal mit. Der bringt uns nicht wirklich was, der ist schlechter. Außer die SA, die gehen hoch auf 5. Das ist doch, ja, komm, eigentlich eine Überlegung wert. Mit dem Flammenschild. Ja, die bringen uns nicht wirklich was. Das wäre. Ja, der Ehrenring könnte was bringen. Steigern eigentlich auch fast alle Werte wieder. Verteidigung sinkt dafür. Na komm. Oh, Bonusfähigkeit. F-Bündel. F-Bündel sind Bonusfertigkeiten, die durch vertikale Angriffe Fertigkeiten derselben Gruppe aktiviert werden. Normalerweise ergibt sich daraus ein starker Effekt für diese Fähigkeitsgruppe. Wenn du zum Beispiel alle 5 Stufenfertigkeiten ausgerüstet hast, erhöht sich die Bonus. Okay. Ist die Weste dann eine gute Entscheidung? Wir sollten auf jeden Fall auch drin lassen. Den auch. Na, einzig der Ring. Ich kann uns noch was bringen. Auch nicht so wirklich. Ja, wir belassen das bei dem erstmal so und schauen mal hier.
Macht nur der Schirm hier Sinn von den Werten. Komm. Endlich habe ich mir Trieb bekommen. Daraus werde ich ein Schwert schmieden, das mir die Kraft verleihen wird, die mir immer noch fehlt. Macht, macht, macht. Du spürst es so sehr danach. この方は随分思い詰めちゃったのね。驚くほどでもないだろう。 Ah, der wurde also quasi dazu gedrängt. Sie müsste ich ja nicht drauf gehen können, oder? Takarabako ga chikaku ni aru yō da yo. Thank you.
Wie machen wir das am besten? Oh, Batterie ist ja leer. Na denn, dann wechsle ich mal eben. So, da sind wir wieder. Ich muss wieder machen. X3. Kann ich ja nicht irgendwas von der anderen Seite machen?
スレイ、周囲を確認してくれ。Ja, die Fallen könnte ich auf jeden Fall sehen. Wer auch immer das hier verzapfert, braucht eine lange Sitzung mit einem Therapeuten. Danke auch, dass du mich gesehen wirst. Schätze ich. Beeile nicht und sei vorsichtig. Klappen. Ja, klappt sogar. Sre, 周囲の足元に注目だ。
Na, hier war das ja drin. Kann ich maximal überspringen. Ja, wie machen wir das am besten? Okay, langsam laufen bringt auf jeden Fall nichts. Nein! Oh Gott, oh nee. Ah, ein Speicherpunkt? Wahrscheinlich nur draußen, ne?
アリーシャの疑いは晴れたんだよな。アリーシャさんがローランスに通じているという。ああ、そのせいで捕まったって。疑いも何もスレイを戦場に行かせるための冤罪でしょ。そう、こっちは約束を守った。捕まえておく理由はないさ。だよな、よかった。もっとも前と同じじゃないでしょうけど。え、そうでしょ。実際にローランスとの衝突は起こってしまったのよ。そんな状況で和平なんて唱えたらか。微妙な立場がさらに悪くなるだろうな。それでおとなしくしてくれる子だったらいいんだけどね。アリーシャさんも王族、大臣たちも無茶はできないはずですが。アリーシャ。Ja, das ist sehr nett. Aber wir gehen trotzdem zum vierten Bildschirm. Wir haben zwar ein schönes Intro hier, aber es ist leider nicht jugendfreundlich. Ja, machen wir auf jeden Fall. Kommen wir hier zum Schluss. Weil, ja, es ist 1 Uhr nachts. Oh, nee. Ach ja. Jetzt ist es 1 Uhr nachts. Es war ganz nett, mal wieder reinzukommen in den Spiel. Oh ja, wegen den Verstecken, diesen Fallen, Wasserfallen, da muss ich mir was einfallen lassen. Naja, auf jeden Fall, meine lieben Zuseher, auf jeden Fall, das hat mich gefreut, dass ihr das auch gesagt habt. Da habe ich nicht ganz so viel geschaut. Aber wie gesagt, ich habe es seit längerem auch erstmal wieder angespielt und gespielt. Dafür ist es eigentlich ganz okay. Mal gucken, ob wir direkt morgen nochmal eine Aufnahme machen. Weil irgendwie muss das Ganze hier jetzt auch mal zum Ende kommen, dieses Projekt. Das zieht sich jetzt schon relativ lange. Und vieles steht noch an. So viel. Unter anderem die Retro-Kunde-Raider ist ja auch noch nicht ganz vorbei. Aber naja. Auf jeden Fall, es hat mich gefreut, dass ihr eingeschaltet habt. Und wenn es euch gefallen hat, dann ruhig einen Daumen nach oben da lassen. Das würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Und was auch möglich ist und auch eine schöne Möglichkeit ist, den Kanal zu supporten und sogar noch kostenlos, ist nämlich der Abonnieren-Button. Denn, wie ich schon sagte, Abonnieren auf YouTube ist kostenlos und auch eine schöne Möglichkeit zu supporten. Und ja, es hat mich auf jeden Fall gefreut, dass ihr eingeschaltet habt. Und ich hoffe, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Also denn lasst gut da draußen, habt noch ein schönes Ostern und wir sehen uns beim nächsten Mal. Euer Schmitz. Ciao, ciao.